In Rostock findet 2025 die Bundesgartenschau statt. Das wurde heute im Rathaus offiziell gemacht. Aus den Händen des Geschäftsführers der Bundesgartenschaugesellschaft, Jochen Sandner, erhielt Rostocks OB Roland Medling die schriftliche Bestätigung. Also Rostock hat ein absolut überzeugendes Buba-Konzept vorgelegt mit einem sehr starken städtebaulichen Entwicklungsaspekt. Die Entwicklung des Warnow-Ufers, die Verbindung mit der Innenstadt, die Integration eines ganz wichtigen Kulturbaus mit dem städtischen, Landesmuseum, die Querung rüber, die Entwicklung halt der Ostseite, halt auch eine Brache, die zu neuem Leben entsteht. Und ich glaube, man weiß auch, dass Rostock feiern kann. Jetzt liegt es an der Stadt, die Pläne umzusetzen. Ja, wir wollen die ersten Akzente setzen in den nächsten beiden Jahren. Muss klar sein, bis zum Jahr 2020, so ist die nächste Arbeitsebene, was wir tatsächlich bis zum Jahr 2025 umsetzen können, was wir umsetzen wollen, was wir umsetzen müssen, damit eine Bundesgartenschau auch den Namen verdient. Landwirtschaftsminister Till Backhaus sagte der Stadt die Unterstützung der Landesregierung für die Umsetzung der Maßnahmen zu. In welcher Höhe die finanziellen Mittel fließen sollen, ließ er allerdings offen. Die Baumaßnahmen sollen aber insgesamt weit mehr als 100 Millionen Euro kosten. Eine der wichtigsten Maßnahmen soll eine Brücke über die Warnow sein.